für mich dann nochmal, dass ich so empfangen wurde, natürlich auch nochmal richtig cool. Hatte dann auch die ein oder andere Träne im Auge. Es war nicht ganz so einfach. Es waren so viele Nachrichten und Genesungswünsche von den Fans auch. Die konnte ich alle gar nicht beantworten. Jetzt bin ich extrem froh und echt glücklich, dass ich wieder hier bin. Und mir geht es soweit so gut, bis auf die Laufeinheiten schon, die werden immer anstrengender. Ist nicht so cool, aber sonst geht es mir echt gut. Das Wichtigste in der Hodenkrebsvorsorge ist die regelmäßige Selbstabtastung. Ich empfehle, sich alle halbe Jahre zum Beispiel unter der Dusche einmal selbst abzutasten. Und dabei müssen die Männer auch wissen, wie man sich richtig selbst abtastet. Dabei muss der Fokus auf Verhärtung im Hoden selbst gelegt werden. Also nicht auf Strukturen außerhalb des Hodens, die dem Hoden angelagert sind, sondern man muss wissen, wie man den Hoden korrekt untersucht. Und wenn diese jungen Männer zu mir kommen, dann untersuche ich die natürlich auch. Aber ich zeige denen auch und leite die an, wie man sich selbst untersucht. Mhm.